Eben haben wir noch versucht, ein Feuer auf dem Flughafen zu löschen. Jetzt versuchen wir, irgendwo ein bisschen Ordnung in den Flughafen reinzubringen. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wo wir stehen geblieben waren, doch jetzt weiß ich es wieder. Gott, ist das laut? Warum? Ach ja, weil hier 100 Flugzeuge stehen und warten und das nächste auch schon wieder landet. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das über dem Herr werden sollen. Also, da frage ich mich echt, wie das sein soll. Gate 7 Bus zum Parkplatz, da haben wir noch Zeit. Hier wäre ein bisschen so ein Nachtbrenner mal nicht schlecht, weil wir müssen mit dem, ich glaube, zu irgendeinem Gate, was ziemlich weit weg ist. Ich sehe es noch nicht. War das Gate 8? Treibstoff zum Gate? Gate 5, achso. Achso, und Gate 6, na toll. Gut. Und wahrscheinlich auch noch Gate 8, 9, 10, 11 und 12. Jetzt weiß ich nur nicht, welches Gate wir hier jetzt angeklickt hatten. Gar keins? Das ist automatisch. Gate 6, Treibstoff zum Gate kann ich nicht anklicken. Achso, weil ich es gerade fahre. Ja, dann ist das Gate 6. Und Gate 7... Fracht zum Parkplatz. Ja, geil. Ah, ist das anstrengend. Was brauche ich denn danach? Das ist automatisch. Gate 7, Bus zum Parkplatz. Das machen wir gleich mal. Dann kann ich den Bus nämlich wieder irgendwo anders hinfahren. Der muss da hinten hin, ne? Obwohl, Fracht zum Parkplatz könnte man auch machen. Weil ich nicht genau weiß, wie lange das jetzt hier dauert. Ich weiß auch nicht, wie lange der da jetzt noch stehen bleiben will. Der steht da jetzt auch schon, glaube ich, 3 Jahre. Und Gate 3 genauso. Ich dachte, ich habe die so toll ausgerüstet. Warum zur Hölle fliegen die nicht weg? Ich habe keinen Platz mehr auf dem... Na, da kommt's an. Saugeil, echt. Oh, verdammt. Na gut, das können wir erstmal machen, weil der muss nach da. Alles klar. Instandhaltung zur Basis. Die muss... Ja, haben wir vielleicht hier noch irgendwo Instandhaltung? Nee, das läuft. In Arbeit. Egal, fahren wir den da mal hin. Wobei ich jetzt gerade glaube, ich hätte mal mit dem Bus weiterfahren sollen. Außenreinigung zur Basis. Ja, alles gut. Was ist denn jetzt hier mit Gate 3 und 2? Können die nicht irgendwann mal losfliegen? Hier ist bestimmt irgendwas nicht getriggert oder sowas. Wahrscheinlich, obwohl die tanken noch, ne? Gate 2, auftanken noch eine Minute. Und Gate 3 macht gar nichts. Was ist mit Gate 3 los? Ups, ich war ja wie ein Besoffener hier. Gate 3, da steht auch nicht mal mehr ein Auto. Das ist wahrscheinlich so automatisiert, dass es gar nicht mehr funktioniert. Verstehe ich nicht. Naja, egal. So, Bus zum Parkplatz. Nee. Das Gepäckwagen zum... Was fahre ich denn jetzt? Gepäckwagen zum Parkplatz? Nee, der war hier. Da bin ich jetzt ja dreimal im Kreis gefahren. Sowas aber auch. Oh, Catering zum Gate. Ja, ist gut. Treibstoff zum Gate, das ist doch aber automatisch, oder? Oh Gott, ist das langsam. Bus zum Park... Ne, Moment, das habe ich gerade nicht gemacht. Oh, ist das anstrengend. Reparaturvan zum Gate, Gate 1. Ja, der fährt automatisch, das kann er gerne machen. Was ist zum Teufel mit Gate 3 los? Oh, bestimmt blockt hier wieder irgendwas... Ich sehe hier nicht eine Sache von Gate 3.
Der 3 existiert eigentlich nicht. So. Treibstoff, Catering zum Gate. Zu welchem Gate denn? Irgendeinem da hinten wahrscheinlich. Hallo, zweiter Cateringwagen, den ich nicht selber fahren darf. Was ist hier mit diesem... Was ist mit dem da los? Zu welchem muss ich denn jetzt? Catering zum Gate, Gate 5, ach da. Ach und zu Gate 6. Okay, alles klar, dann fahren wir erst zu Gate 5. Hier. Und dann fahren wir zu Gate 6. Und lassen das beladen. Weil wir nur einen haben. Und dann fahren wir danach wieder zurück. Und dann wieder zurück und zurück und zurück und zurück und zurück und zurück. Ich weiß es doch nicht. So, jetzt haben wir Gepäckwagen zum Parkplatz. Da waren wir stehen geblieben, weil danach kommt nämlich auch gleich wieder Gepäckwagen irgendwo anders hin. Gepäckwagen. Mobile Gangway zur Basis. Das ist auch einfach. Die ist nämlich, glaube ich, auch hier um die Ecke gewesen. Das ist aber gut. Dann ist die hier schon... Ah, was mit Gate 3 ist? Ich weiß es nicht. Gate 3 ist... Da passiert gar nichts mehr. Da ist bestimmt... Kriege ich was abgezogen? Nö. Nicht mal das. Gate 3 existiert nicht mehr. Gut. So, dann... Machen wir Fluggastbrücke einfahren. Das heißt, die Maschine wird bald losfliegen wollen. Flugschlepper zum Gate. Saugeil, machen wir. Was mit der Fracht ist, noch gar nichts. Ja, sorry Leute. Tut mir echt leid. Aber das nächste Gate wird gleich fertig. Auch wenn ich nicht mehr... Was ist das hier? In Arbeit, Reparaturen, Gate 1, Gate 2, passiert nichts mehr. Gate 3, ja, auch alles nicht mehr da. Was bei Gate 3 ist, keine Ahnung. Ah, Gate 3 fliegt los. Wunderschön. Dann können wir das ja demnächst zuweisen. Und vielleicht vorher noch zu Ende ausrüsten. Gut, dass ihr keine Flugschlepper mehr braucht, wenn ihr automatisiert seid. Es ist schön. Aber du brauchst einen Flugschlepper. Gepäckwagen zum Gate. Aber ist automatisch. Alles klar. Eine Ausreinigung zur Basis machen wir dann. Stress, Stress, Stress. Überall nur Stress hier. Als wären wir auf dem Flughafen. Wieso ist eigentlich manchmal meine... Ne? Wo ist es denn jetzt hin? Na gut, Außenreinigung zur Basis. Die war da. Das können wir machen. Dann kann der nämlich auch bald los. Echt anstrengend. Diese lauten Triebwerke, die nerven halt. Die muss ich gleich mal ausstellen. Weil die Musik ist so leise und die Triebwerke sind so laut. So. Das steht da. Tankwagen zum Parkplatz. Was haben wir hier noch? In Arbeit Reparaturen. Die laufen nicht weiter, weil die Reparaturen hier gerade laufen. Und die sind automatisiert. Das heißt, auftanken... Fracht zum Lager, Gate 4, okay. Dann machen wir das erstmal und dann Treibstoff zum Gate. Ist das nicht automatisiert? Das kann natürlich sein. Das kann ich aber noch nicht machen. Doch, das ist automatisiert. Catering ist nicht automatisiert. Treibstoff zum Gate, das müsste automatisiert passieren, jawohl.
Tankwagen zum Parkplatz, Innenreinigung zur Basis, Catering läuft, noch eine Minute in Arbeit, Fracht laden. So, und achso, nee, da müssen wir noch bleiben. Muss mal eben gucken. Nee. Ja, das Gate wird dann bald dicht gemacht. Hier startet irgendwann, aber da muss wahrscheinlich... Was ist denn hier an Gate 7? Da fehlt doch noch bestimmt irgendwas. Jetzt. Achso, das Flugzeug muss ja erstmal starten. Dann machen wir das doch gleich mal als erstes. Den kriegen wir schnell rückwärts gedrückt. Je schneller der weg ist, umso besser kriegen wir das Gate da. Apropos Gate. Kann ich hier an Gate 3... Gate 3 ist vollkommen ausgerüstet und ich kann jetzt sagen, flieg du mal hier zu Gate 3. Und dann kann ich den Flugschlepper weiter benutzen. Der müsste jetzt weiterkommen, das heißt, das Flugzeug, was da hinten jetzt steht... Oh, das sind auch noch alles Frachtflugzeuge, die sind ja ätzend, ne? Weil das ist nicht automatisiert. Da kriege ich Plack. Kriege Plack. Catering zum Parkplatz. Das kann sein, aber das mache ich nicht, weil Catering muss, glaube ich, auch noch bei Gate 5 und irgendwo anders. Das machen wir dann gleich als nächstes. Erstmal den hier. Erstmal den hier. Schlepper zur Basis. Das machen wir. Das geht schnell. Dann kann, je schneller ich da bin, umso schneller kann der starten. Umso schneller kann ich Gate 8 wieder... Gate 7. Gate 7 freigeben. Und dann machen wir Catering zum Parkplatz, sondern Catering auf Gate 5. Das machen wir dann gleich. Dann können wir die nämlich doppelt zum Parkplatz bringen. Alter, ist hier was los. Zugewiesen habe ich Gate 3 aber. Ja. Meine ich zumindest. So. Ich weiß gar nicht, ob das Flugzeug da hinten jetzt tatsächlich angekommen ist oder nicht. So, nicht Catering zum Parkplatz, sondern Catering zu Gate 5. Dann kann das nämlich erstmal laufen. Wir müssen hier ja mit den Ressourcen handhaben, die wir haben. Und das sind nicht viele. Wir müssen nicht handhaben, wir müssen die Ressourcen einteilen. So. Das müsste jetzt weiterlaufen. Tut es. Catering zum Parkplatz mache ich noch nicht. Gate auftanken bei Gate 6 passiert schon. Ist gleich fertig. Treibstoff und Gate ist automatisch. Wobei der natürlich auch ziemlich schnell weg kann. Es ist alles schwierig. Die Reparaturen laufen noch länger. Gate 1 Innenreinigung. Gate 7 ist mit Start beschäftigt. Kann ich noch nicht aufrüsten. Mache ich aber gleich. Oh, anstrengend, anstrengend, anstrengend. Oder mache ich das kurz? Ja, ich mache das eben. Der Parkplatz ist nämlich da vorne und dann fahre ich gleich wieder zu dem Gate zurück. Das schaffen wir in dieser Folge noch. Wie ich weiter fahren werde, nicht mit den Autos, sondern hier mit dem Flughafensimulator, das weiß ich noch nicht. Da kommt schon wieder ein Flugzeug. Weil ich jetzt den Flughafen-Feuerwehrsimulator dazwischen habe und ich eventuell den hier jetzt nicht so häufig weiterspielen werde. Da fehlt mir halt ein bisschen
So die Tiefe, ganz einfach. Oh, den fahren wir aber ganz daran. Tankwagen zum Parkplatz. Aber irgendwann muss er bestimmt auch noch aufgetankt werden, oder? Gate 5, alles automatisch, okay. Treibstoff zum Gate. Reparaturen auf Gate 6 laufen noch. Oh, Gate 7 ist inaktiv, das heißt, wir machen hier auf jeden Fall ein Gepäck aufrüsten. Tankwagen aufrüsten. Catering aufrüsten. Das aufrüsten. Das aufrüsten und das aufrüsten. Und dann weisen wir das nächste Flugzeug, Gate 7, zu. So. Was habe ich gesagt? Tankwagen zum Parkplatz. Und Tankwagen zum Parkplatz. Egal. Der fährt jetzt dahin. Der nächste kommt dahin. Jetzt kommt hier ein bisschen Bewegung wieder rein. Ja, dann würde ich sagen, mit den Bildern verabschieden wir uns jetzt hier für heute. Mal sehen, ob ich morgen weitermache oder übermorgen. Wobei ich glaube, übermorgen wird noch eine Folge rauskommen. Ich wünsche euch was. Sagt danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder ein. Lasst einen Daumen oben da. Lasst einen Kommentar da. Wie ihr mögt. Ich verabschiede mich und speichere natürlich vorher schon mal. In diesem Sinne, tschüss.